Ob die MWZ besser ist als die DMZ, werde ich ständig im Livestream gefragt. Und diese Frage wollen wir jetzt heute mal beantworten. Ich lasse das Ganze mit einem Gameplay-Hintergrund laufen. Wir machen daraus ein Talk-Video. Und ich antworte noch am Ende auf die Frage, was ich denn in Zukunft lieber spielen möchte. Um die Frage zu beantworten, was jetzt besser ist, müssen wir aber erstmal klären, was ist denn eigentlich hier die MWZ? Und wenn wir uns jetzt die MWZ anschauen, dann sehen wir den technischen Unterbau aus der DMZ. Also technisch wurde sozusagen der komplette Inhalt der DMZ für die MWZ genutzt, weiterentwickelt und daraus das Spiel gemacht. Dazu kommt dann der Inhalt aus Cold War, Outbreak, also der Zombie-Modus in Cold War, die Open World sozusagen, die wurde ebenfalls mit in die MWZ genommen und daraus ist dann technisch gesehen die MWZ geworden. Spielerisch gesehen ist die MWZ jetzt sozusagen ein Story-Game. Wir gehen sozusagen als Solo-Spieler oder im Koop-Modus rein mit zwei oder drei Freunden und spielen eine Geschichte durch. Ähnlich wie bei Spielen wie Diablo sind auch andere Spieler auf der Map, die aber sozusagen mit unserer Vorgehensweise kaum was zu tun haben, in anderen Instanzen sind, die eigenes Ding machen. Das heißt, der Server ist für mehrere Spieler da, aber dennoch machen wir unbeeinflusst unser Ding und versuchen die Story zu erkunden oder unseren Charakter aufzubauen, so wie es in fast jedem Story-Singleplayer-Spiel eigentlich der Fall ist. Eine Besonderheit in MWZ ist noch der Camo-Grind, und zwar ist das so, dass wir in der MWZ eigene Camo-Grinds haben, das heißt zwei verschiedene Camo-Patterns, einmal für die MW2 und MW3-Waffen. Das heißt, wer Lust hat, Tarnungen freizuschalten, der kann das da super machen. Und für die Leute, die da gar keinen Bock drauf haben, die haben noch die Möglichkeit, sozusagen den Thrill zu erleben, weil auch hier ist eine gewisse Intensität vorhanden, weil dich im Grunde genommen, gerade als Solospieler, jeder Zombie, einfach wenn man nicht aufpasst, um die Ecke bringen kann. Schlussendlich kommt noch die Tatsache mit den kurzen Rundenzeiten, also wir haben Rundenzeiten von 60 Minuten. Die OG-Zombie-Fans sind da ziemlich empört drüber, weil sie was anderes erwartet haben. Aber ja, diese kurzen Rundenzeiten sorgen dafür, dass man auch ständig motiviert ist, wieder was zu machen. Also okay, Runde war kurz, ist gelaufen, jetzt machen wir den nächsten Versuch. Dahingegen, wenn man so eine 4-5 Stunden lange Runde spielt wie damals, ist vielleicht die Motivation, das Ganze dann nochmal zu machen, nicht ganz so hoch. Also auch diese kurzen Rundenzeiten, ähnlich wie in der DMZ, motivieren, immer wieder einen neuen Versuch zu starten. Also während wir jetzt die MWZ definieren als eher ein storybasiertes Game, definieren wir jetzt die DMZ als den ersten Extraction-Loot-Shooter eines AAA-Entwicklers. AAA steht sozusagen für ganz große Entwickler, die ganz großen Firmen, Spielentwickler, die Spiele wie League of Legends gemacht haben, Counter-Strike und so weiter und so fort. So ist auch Call of Duty einer der sehr, sehr großen Player. Und es gibt keine Extraction-Loot-Shooter von einem großen Player. Die Nummer 1 momentan ist Escape from Tarkov von einem kleinen Studio namens Battleset Games, was mittlerweile auch schon sehr groß geworden ist, weil es die Nummer 1 in einem Genre ist. Aber Activision hat sich an die Sache herangetraut, an dieses wirklich komplizierte Genre, und hat meiner Meinung nach etwas wirklich Gutes auf die Beine gestellt. Im Endeffekt können wir sagen, dass Call of Duty es sogar geschafft hat, eine Community aufzubauen in ihrer eigenen Sparte. Das ist absolut Wahnsinn. Haben sie es geschafft, eine neue Community aufzubauen. Leute sind auch von extern dazugekommen und haben gesagt, ich gebe Call of Duty eine Chance, weil ich Bock habe auf die DMZ. Leute spielen teilweise Call of Duty nur wegen der DMZ. So weit ist es gekommen. Ich weiß nicht genau, wie groß die Community ist. Es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Wir haben keinen Einblick in die Zahlen. Aber die Tatsache ist, dass diese Community existiert und dass Call of Duty sich auch schon in mehreren Blogposts für diese Community bedankt hat und für ihr Eifer, dieses Spiel zu spielen. Während also diese Community einerseits erkannt wird, ist es andererseits auch so, dass sie immer wieder in Runden gegeneinander antreten. Also hier kommt der PvP-Aspekt dazu und das macht dieses Spiel eigentlich so wertvoll. Jeder Extraction-Loot-Shooter, korrigiert mich, aber jeder Extraction-Loot-Shooter hat einen PvP-Aspekt. Und das ist so wichtig, weil nur so der Kick vorhanden ist, dass man wirklich auch sterben kann und Verlust hat. Das Leben sozusagen ist wertvoll, weil Verlust ist alles weg. Und das funktioniert eben nur, wenn man diesen PvP-Punkt mit drin hat. Zum einen, um selber Spieler zu jagen, zum anderen aber auch, um eben diesen Thrill zu haben, wenn man dann escaped, wirklich auch was geschafft zu haben, sein Loot und sein Leben und seine Missionsaufgaben erfüllt zu haben und lebendig die Runde verlassen zu haben. Da die Spiele jetzt so verschieden sind, würde ich sogar so weit gehen, dass wir hier von zwei verschiedenen Genres sprechen. Also wir trennen die MWZ und die DMZ komplett auf und nennen das eine ein storybasiertes Spiel und das andere ein Extraction-Loot-Shooter, ein PvP-Spiel. Um jetzt die Frage zu beantworten, ist die MWZ besser als die DMZ? Teilen wir das nochmal in zwei Punkte auf, technisch und spielerisch. Gucken wir uns dann die technische Seite an und da ist es witzigerweise so oder auch nicht so witzig, dass die ganzen Probleme, die wir haben in der DMZ, die DMZ-OGs, muss man ja schon fast sagen, die jetzt seit einem Jahr DMZ spielen, die kennen das Ganze. Die sind 1:1 übernommen worden in die MWZ, gefühlt. Also wir haben wirklich viele Probleme in der MWZ, aber die sind alle bekannt aus der DMZ. Also ich würde sagen, technisch sind wir hier 1:1 identisch.
Entwicklungstechnisch muss man allerdings sagen, dass die DMZ ein deutliches Stück weiter ist. Wir sehen, dass die Entwicklungen, die in die DMZ geflossen sind, am Ende in die MWZ geflossen sind. Wir haben bessere Missionsstruktur, wir haben bessere Storystruktur, wir haben Videosequenzen am Ende von Storystrukturen. Die ganze Spielmechanik ist wesentlich flüssiger. Also was das spielerisch-technische angeht, haben wir hier einen deutlichen Vorteil bei der MWZ. Das eigentlich Wichtigste ist aber natürlich das Spielerische an sich. Und hier ist es so, dass uns die MWZ die spielerische Motivation gibt, die Story zu grinden, die Story zu erfahren und die Mission zu erfüllen, immer weiterzukommen, Schritt für Schritt. Aber auch der Grind um Baupläne, um seltene Dinge, die Easter Eggs herauszufinden und so weiter, sind ein wichtiger Faktor für den spielerischen Aspekt. Und schlussendlich für die Leute, die das möchten, weil das will ja nicht jeder, ist auch noch der Camo-Grind. Also die Tarnungen freizuschalten, was auch sehr, sehr viel Spaß machen kann, kann ein wichtiger Aspekt sein für die MWZ. Dagegen ist die DMZ, die ja im selben Open-World-Aspekt lebt, dagegen nochmal etwas ganz anderes und viel, viel größer anzusiedeln, meiner Meinung nach. Hier haben wir nicht nur den Story-Aspekt und nicht nur diesen Grind-Aspekt, sondern einfach diesen unerwarteten, zufälligen Faktor Mensch, nämlich der PvP-Aspekt, der so viel Farbe in den Modus reinbringt. Wir treffen ein feindliches Team und wir können uns dann entscheiden, gehen wir jetzt den Angriff, gehen wir die Konversation ein, wollen wir vielleicht handeln. Es ist halt wirklich alles möglich, so wie die Menschen so vielfältig sind, so kann man auch hier auf jede mögliche Art und Weise, auch wie man vielleicht gerade drauf ist, in der einen Runde greifen wir an, in der nächste vielleicht sucht man zu reden. Oder vielleicht eine lustige, neue Bekanntschaften zu schließen und so weiter. Also diese Vielfältigkeit in der DMZ sorgt dafür, dass bereits mit kleinsten Inhalten die DMZ sozusagen in der Motivation weitergetrieben wird. Ich kann nur von mir reden, gib mir 1-2 neue Missionen und ich habe damit wieder wochenlang zu tun, weil ich diese Mission ja nur nebenbei mache. Die Mission sozusagen ein Leitfaden in die Runde reinzugehen und im Hinterkopf eine Aufgabe zu haben. Aber was in der Runde passiert, kann natürlich was ganz anderes sein. Es kann sein, dass man dann 3-4 Stunden lang nur am Kämpfen ist und irgendwelche neuen Dinge entdeckt oder sieht oder macht oder tut und dann die Mission komplett vergessen hat, die aber dann wieder in Angriff genommen wird. Also was ich sagen will ist, die DMZ hat natürlich durch diesen Multiplayer- und PvP-Aspekt einfach eine unglaubliche Vielfalt zu bieten. Wenn ich mich jetzt am Ende entscheiden muss, MWZ oder DMZ, obwohl die Spiele nicht miteinander vergleichbar sind, würde ich mich am Ende des Tages immer für die DMZ entscheiden. Denn das ist natürlich unser Extraction-Loot-Shooter. Wenn wir uns jetzt die Zukunft von diesen beiden Modi anschauen, dann ist es so, dass der 6. Dezember ein ganz wichtiges Datum ist. Für die MWZ, dadurch, dass wir so ein storybasiertes Spiel haben, ist der 6. Dezember extrem wichtig, weil die Story am 6. Dezember weitergeführt wird. Wir wissen, dass Akt 4 kommen wird, das heißt, der Spieler wird an die Hand genommen, es geht weiter, neue Inhalte, neue Easter Eggs, neue Waffen und so weiter und so fort. Das ist sehr wichtig, weil die MWZ ja darauf basiert. Auch für die DMZ ist dieser Punkt wichtig. Allerdings weniger wegen den Inhalten, als mehr als die Tatsache zu wissen, wie es denn generell weitergeht. Momentan ist es nun mal leider so, dass alles darauf hindeutet, dass die DMZ sozusagen nicht übernommen wird im MW3-Universum. Das heißt, wir bekommen keine neuen Maps, keine MW3-Waffen, keinen Progress überhaupt. Gerüchte sagen, dass wir möglicherweise einen Vibe kriegen, also eine Zurücksetzung aller Missionen am 6. Dezember und möglicherweise 1-2 Missionen. Versteht mich nicht falsch, ich habe eben erklärt, minimale Inhalte würde mir persönlich schon reichen und tatsächlich ist es auch so, wenn wir am 6. Dezember einen Vibe kriegen mit minimal neuen Inhalten, dann bin ich schon sehr, sehr glücklich, dann gibt uns die DMZ bereits sehr, sehr, sehr viel Content, das ist das Tolle an diesem Modus. Das Negative ist aber, dadurch, dass die Spielmechaniken und die neuen Waffen und neuen Maps und so weiter nicht übernommen werden in die DMZ, muss man sich sozusagen wieder auf ein neues Gameplay einstellen und hier sehe ich das ganz, ganz große Problem, dass man im Grunde genommen in seinem Kopf zwei verschiedene Spiele spielt mit zwei verschiedenen Mechaniken. Das heißt einmal die MW3-Mechanik mit dem ganz anderen Gameplay, hohe TTK, viel flüssigeres Bewegungssystem, schnellere Bewegungen und die DMZ mit dem langsamen Movement, niedrig TTK und so weiter und so fort. Es ist einfach ein Riesenunterschied, wo man sich dann wieder neu umstellen muss. Wenn ihr mich persönlich fragt, ich hoffe natürlich auf eine Übernahme der DMZ mit den MW3-Mechaniken, das wäre mein absoluter Traum und ich könnte mir vorstellen, dann auf jeden Fall beide Spiele zu spielen. Also die DMZ sozusagen, ich liebe Extraction Loot Shooter, ihr wisst das, also die DMZ erfüllt eigentlich alles, was ich von einem Extraction Loot Shooter erwarte, natürlich in dem momentanen Status, es muss noch viel mehr kommen, gar keine Frage, aber ich bin ja momentan überhaupt glücklich, wenn überhaupt irgendwas kommt für die DMZ, deswegen ich hoffe da wirklich auf den 6. Dezember, dass sie uns die Überraschung reinhauen und sagen, ey, wir haben noch was für euch, wir geben euch noch die und die Mechanik.
Der Vibe wäre schon mal was Feines tatsächlich, auch wenn sich da wieder viele aufregen werden, dass sie alles neu machen müssen. Ich persönlich fände es sehr, sehr cool, wieder neu zu grinden, vielleicht neue Missionen zu erleben. Allerdings, was mir wirklich große Sorgen macht, ist die Trennung der Spielmechanik, dass wir uns komplett auf ein neues Spiel sozusagen auf MW2 das Movement und so weiter einstellen müssen. Das fände ich ein bisschen blöd. Nichtsdestotrotz würde mir persönlich es reichen, wieder in der DMZ sozusagen Freude zu bekommen, weiterzumachen, wieder eine Aussicht zu haben, wieder nach vorne gucken zu können. Parallel dazu kann ich mir aber auch sehr, sehr gut vorstellen, die MWZ zu spielen, weil die MWZ als Storygame ein super tolles Spiel ist, für nebenbei dann zu spielen, also die Story weiter zu erfahren, abends mal nach Feierabend ein bisschen Karmus zu grinden. Es ist halt einfach so, dass die DMZ und die MWZ sich meiner Meinung nach super, super, super kombinieren. Und deswegen mein Abschlusswort an dieser Stelle. Wir haben in den Livestreams so viele Hater gehabt, die gesagt haben, das ist schlecht, das ist scheiße, das ist DMZ ist besser als dieses und jenes oder MWZ ist besser als dieses und jenes. Ich kann nur sagen, am Ende des Tages, Leute, spielt das, worauf ihr Spaß habt und lasst euch durch solche Hater die Laune nicht verderben. Leute, die vergleichen, ja, ist die MWZ besser als die DMZ oder ist die DMZ besser als die MWZ, führen oft dazu, dass man vielleicht gar nicht etwas Neues erlebt und vielleicht ein Spiel, was euch mega Spaß machen würde, gar keine Chance gibt, weil es von vornherein niedergemacht wird. Deswegen, ich kann nur empfehlen, lasst euch drauf ein, macht das, worauf ihr Spaß habt und lasst euch auf den 6. Dezember ein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da passieren wird und wie unsere Reise weitergehen wird. Ich sehe generell das Ganze positiv. Ich hoffe natürlich auch auf das Beste, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal, sage hasta luego. Und hasta la vista. Ciao, ciao, ciao.